Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plants. Mein Name ist Patricia und wir schauen uns heute mal an, wie man im Winter eigentlich düngen sollte. Da gibt es, wie bei allen meinen Videos, mal wieder den Satz von vornherein: Es kommt auf die Bedingungen an, die ihr auch im Winter zu Hause habt. Ne, der eine lässt seine Pflanzen quasi einfach auf dem Fensterbrett stehen, verändert gar nichts, egal ob der Winter kommt oder nicht. Das wäre so Kategorie 1, über die wir gleich sprechen. Dann kommt Kategorie 2, zum Beispiel wir haben Zusatzlicht, aber die Wärme hat sich verändert oder die Luftfeuchtigkeit, ähnliche Sachen. Und einmal Nummer 3, wo es um Bedingungen geht, die sich einfach gar nicht verändern, das ganze Jahr über immer gleich sind. Ne, also das sind so 3 Kategorien, in denen wir Unterschiede machen müssen, um zu wissen, ob wir im Winter nun unbedingt düngen müssen und wie viel wir eigentlich düngen sollten, wo wir ja alle kennen, dass auf den Flaschen der Dünger, die so im Handel üblich verkauft werden, steht, dass wir es im Winter am besten gar nicht machen sollten. Und was soll ich sagen, würde ich hier im Winter meine Pflanzen nicht düngen, das würde denen gar nicht gefallen. Kommen wir also zu Kategorie 1. Im Sommer stand sie da mit viel Licht am Fenster, hatte es super schön warm, hatte eine tolle Luftfeuchtigkeit, hat ordentlich Dünger bekommen. Und jetzt kommt der Winter und die Pflanze kriegt es mit, denn ihr ändert nichts an diesen Bedingungen. Heißt, ihr habt wirklich einfach eure Pflanzen immer am selben Fleck stehen, ohne dass ihr jetzt eine Heizmatte drunter packt, die Heizung extra krass aufdreht, was dann aber auch wieder mit sich bringen würde, dass die Luftfeuchtigkeit sinkt im Gegensatz zum Sommer und so weiter. Ja, eure Pflanzen sind das ganze Jahr am selben Fleck und müssen miterleben, wie sich die Bedingungen drumherum verändern. Dann habt ihr dieses Standarddüngen, sage ich mal, das tatsächlich auf den Flaschen steht und da solltet ihr euch dann auch einigermaßen dran halten, außer bei stark zierenden Pflanzen. Auf sowas nimmt so eine Kurzbeschreibung auf der Rückseite einer Verpackung von einem Dünger natürlich keinen Bezug. Ja, also wir haben ja zum Beispiel, brauche ich nur Monstera Adansoni sagen, düngt die mal den ganzen Winter nicht. Joa, dann habt ihr auf jeden Fall eine, die eine interessante Färbung bekommt. Das auf jeden Fall. Gesund ist sie dann nur nicht mehr. Also informiert euch am allerbesten darüber, ob eure informiert euch darüber, ob eure Pflanzen Starkzehrer sind oder nicht. Und wenn ja, passt es daran an. Bei den Standardpflanzen, ganz normale Pflanzen, keine Starkzehrer oder sonst was, haltet euch bitte gerne an die Verpackungen hinten. Und was ich noch dazu sagen möchte, womit ihr immer gut fahrt, ist, wenn ihr vielleicht so gegen Ende Herbst nochmal eine ordentliche Ladung Wurmhumus unter die Erde mischt. Denn da könnt ihr dann auf jeden Fall sicher sein, dass, falls die ein oder andere Pflanze doch ein bisschen Dünger gerne bekommen hätte, dass sie ihn durch diesen Wurmhumus eh erhält. Und damit kann man nicht überdüngen. Das heißt, wenn eure Pflanze gerade nicht so Bock auf Dünger gehabt hätte, wird sie es euch nicht übel nehmen, dass der Wurmhumus in der Erde ist. Also man kann das echt gut einfach dabei mischen, um sicher zu gehen, falls man vielleicht auch mal nicht weiß, ob eine Pflanze vielleicht doch mehr Dünger bräuchte, als man denkt. Ne? Also ihr habt dann einfach so ein bisschen, ja, ihr seid auf der sicheren Seite. Ganz einfache Kiste. Situation 2 ist dann quasi schon eine leicht abgeänderte. Zum Beispiel, wenn ihr eure Pflanzen in einer Vitrine stehen habt, dann wird die Zusatzbeleuchtung haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn nicht, ne, an Situation 1 halten, aber bei Situation 2, wie der Vitrine jetzt zum Beispiel, die bekommt meinetwegen im Sommer bei euch das Licht durchs Fenster, aber jetzt im Winter nimmt ihr das Zusatzlicht, ja, also eine extra Beleuchtung. Heißt, die kriegt nicht mit, die Pflanze oder die Pflanzen in der Vitrine, dass sich lichttechnisch was verändert hat, kriegt aber zum Beispiel, weil ihr die Wärme irgendwie in der Vitrine oder wo auch immer ihr die Pflanze jetzt stehen habt, nicht halten könnt, habt weniger Wärme als im Sommer. Heißt, ein Teil hat sich verändert von den Bedingungen, anderer Teil aber nicht. Was machen wir also in dieser Situation? Diese Situation habe ich zum Beispiel außerhalb der Vitrine, nämlich hier rundherum. Alle meine Pflanzen haben Zusatzlicht bekommen im Gegensatz zum Sommer, wo sie mit dem Südseitenlicht eindeutig auskommen würden. Dadurch kriegen sie nicht mit,
dass sich Lichtverhältnisse verändert haben, denn das ist nicht der Fall. Wobei man immer sagen muss, dass die Sonne nochmal ein anderes Licht auf die Pflanzen abwirft, als das so ziemlich jede Extrabeleuchtung schaffen würde. Aber es ist einigermaßen ausgeglichen. Die Pflanze denkt irgendwie nicht, jetzt ist Winterschlaf angesagt. So. Aber auch hier bei mir im Sommer 28 Grad, jetzt eher 22. Das heißt, es hat sich trotzdem was verändert für die Pflanze, wie es zum Beispiel vielleicht auch bei euch in der Vitrine wäre, die im Sommer eventuell wärmer ist, ne? Oder mehr Luftfeuchtigkeit hat oder sonst was. Auch das hat sich hier geändert. Im Sommer habe ich nochmal ungefähr 5-10% mehr Luftfeuchtigkeit in meinem Raum hier. Dadurch mache ich es jetzt also ein bisschen anders als sonst. Für gewöhnlich dünge ich meine Pflanzen im Sommer tatsächlich überwiegend einmal die Woche, außer es sind Pflanzen, die das nicht so mögen, die kriegen dann eine kleinere Dosis, aber auch einmal die Woche. Deshalb mache ich es bei den Pflanzen, bei denen die Bedingung sich zum Teil geändert hat, so, dass sie von mir alle 2-3 Wochen diese Düngerladung bekommen. Und wie man sehen kann, ich weiß nicht, ob es sogar mehr sein dürfte, aber es ist zumindest nicht zu viel. Wobei es da wahrscheinlich auch wieder auf die Intensivität des Düngers ankommt. Wenn ihr schon im Sommer sagt, nee, mein Dünger ist so krass, dass ich den lieber nur alle 3 Wochen benutze, dann benutzt ihn in diesem Szenario 2 alle 4-6 Wochen. Ja, also so, dass ihr immer so ein bisschen mehr Abstand dazwischen lasst, weil sich eine Bedingung verändert hat und eine andere wiederum nicht verändert hat. Szenario Nummer 3 ist, alles bleibt wie es ist. Es hat sich nichts verändert, weder die Temperatur noch das Licht noch die Luftfeuchtigkeit noch irgendwas, weil ihr eine abgeriegelte Vitrine meinetwegen habt, in der eine Heizmatte ist, ein Heizkabel, whatever, ein Luftbefeuchter, mehrere Zusatzlichter oder ihr habt ein Gewächshaus oder schafft es vielleicht sogar im offenen Raum irgendwie diese Bedingungen zu halten, dann, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon ahnbar ist, düngt ihr ganz genauso wie im Sommer einfach weiter, denn es hat sich für die Pflanze ja überhaupt nichts verändert. Ja, also für die ist alles wie vorher, dann solltet ihr auch ganz genauso wie vorher Futter bekommen. Und genau so mache ich auch das in meinem Gewächshaus, in dem die Temperatur zwar durchaus etwas weniger ist als im Sommer, aber dadurch, dass sie sehr nah an der Heizung stehen, ist sie auf jeden Fall höher als hier im Raum. In den Gewächshäusern, was kommt echt auf den Tag an, wie kalt es draußen ist und wie warm die Heizungen den Raum hier dann auch gleichzeitig schaffen zu machen. Aber ich würde sagen, es ist immer zwischen 24 und 26 Grad in den Gewächshäusern. In meinem Terrarium sogar 28 Grad. Die Pflanzen im Terrarium zum Beispiel, die werden bei mir wirklich zu 100% gedüngt wie im Sommer. Da mache ich gar keine Unterschiede, weil da ist es ganz genauso wie im Sommer. Ja, von daher, da lasse ich im Sommer einfach nur die Heizmatte raus, dann hat das Ding auch 28 Grad. Ihr seht also, ne, was ich meine, hoffe ich. Es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder, wie ich es in jedem Video sage, auf Bedingungen zu achten. Und jetzt wäre natürlich noch die Frage, womit denn überhaupt düngen? Und da mache ich im Sommer und im Winter keinerlei Unterschied. Ja? Also ich nehme jetzt keinen niedriger dosierten Dünger im Winter, sondern wie gesagt, passe es an diese Szenarien an und das war's. Ich benutze zum Beispiel, und das sage ich jetzt einfach auch mal, ja, ich hoffe, dass das nichts Schlimmes ist. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man, wenn man nicht dafür bezahlt wird, einen Markennamen nennen darf oder das dann schon als Werbung gilt, aber ich möchte euch tatsächlich den Liquid Gold Leaf Dünger ans Herz legen, denn das ist ein NPK-Dünger, der einen sehr guten Stickstoffanteil hat und ich finde, für tropische Pflanzen extrem geeignet ist. Wenn ihr normale Pflanzen zu Hause stehen habt, braucht ihr aber nicht extra so einen teuren Dünger zu kaufen. Ich stelle jetzt extra mehrere hier mal vor, ne, damit es nicht heißt, irgendwie, ich hätte hier einen Werbung und keine Ahnung was. Ich zeige euch mal den anderen Dünger. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Das ist der Compo Complete Pflanzendünger. Den habe ich eine Zeit lang abwechselnd, auch für die tropischen Pflanzen, mit dem Compo Palmendünger, Grünpflanzen und Palmendünger benutzt. Ein bisschen im Wechsel, den Grünpflanzendünger etwas öfters als diesen hier. Könnt ihr aber auch benutzen statt dem teuren Goldleaf-Dünger quasi. Da ist nur der Stickstoffanteil sehr viel niedriger, heißt, Anthurien reagieren nicht so geil auf den wie auf den NPK-Dünger von Liquid Gold Leaf.
Also da würde ich dann schon gucken. Grundsätzlich habe ich übrigens überall immer Wurmhumus drin und ich frische sowas auch alle 3 Monate auf. Ja, also ich topfe ja eh relativ häufig um und nicht nur einmal im Jahr. Meine Wurzeln wachsen zum Teil sehr viel schneller als die Pflanze. Heißt, es braucht schon oft einen neuen Topf und dann packe ich auch immer direkt ein neues Wurmhumus mit rein. Also frisch die Erde einfach auf und benutze da jetzt auch gar nicht zwingend neue, außer es ist irgendwas, ein bisschen Wurzelfäule oder sowas gewesen. Dann mag es schon auch eine andere Erde zu benutzen. Klar, nochmal frische. Aber auch da kommt dann wieder Wurmhumus mit rein. Das heißt, ich habe alle 3 Monate eine ordentliche Ladung Wurmhumus drin und zusätzlich die Dünger. Ja, also ich finde, die sind alle schon sehr, sehr gut. Ich habe noch einen anderen Zusatzdünger, den ich gerne benutze. Zeige ich euch auch mal eben. Das ist dieser biologische Eisendünger, heißt Optiferum. Ist ein Konzentrat, ein biologischer Dünger. Es ist so, der Eisengehalt ändert sich oft auch durch das normale Düngen im Substrat. Und dann ist es gar nicht so schlecht, hier und da mal eine Ladung vom Eisendünger dazu zu geben, damit eure Blätter richtig schön kräftig grün sind. Das könnt ihr auch ganz normal dann je nach Szenario so weiterführen, wie ihr das im Sommer gemacht habt oder eben abändern. Den Eisendünger hier, den nutze ich zum Beispiel auch ab und zu mal, um die Pflanzen zu besprühen. Also wirklich auf die Blätter, da ist die Konzentration, die ins Wasser muss, ein bisschen anders abgeändert. Steht alles auf den Packungen. Ihr müsst auch nicht den Eisendünger nehmen oder die Dünger, die ich euch gerade vorgestellt habe. Ihr könnt alles Mögliche nehmen, denn auch ein günstiger Dünger enthält zumindest das, was die Pflanzen grundsätzlich erstmal brauchen. Ja, es könnte irgendwann dazu kommen, dass vielleicht ein paar Mangelerscheinungen auftreten, weil, wie gesagt, in dem einen dann vielleicht nicht genug Stickstoff drin ist oder nicht genug Kalzium. Die eine oder andere Pflanze braucht mehr Kalk, weniger Kalk. So diese Zusammensetzungen, die sind eher wichtig und die gibt es auch in günstig. Also man muss da nicht zwingend was Teures kaufen. Ich wollte unbedingt den Liquid Gold Leaf Dünger endlich mal ausprobieren, weil ich so viel darüber gehört hatte. Und bin tatsächlich zufrieden. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich damit zufriedener bin als mit den günstigeren Düngern. Außer, wenn es um die Anthurien geht. Und da ich viele habe, werde ich wohl auch bei dem Liquid Gold Leaf bleiben. Wie gesagt, finde aber auch das hier klasse als Zusatz. Ihr könnt auch da jeden anderen Eisendünger nehmen und den als Zusatz benutzen. Gibt sicherlich auch nochmal günstigere als diese hier, weil das ist wie gesagt ein Biodünger. Und den habe ich auch nur gekauft, weil ich einen Gutschein für den Laden hatte. Sonst wäre ich auch da nicht auf ein so teures Produkt gekommen, muss ich ehrlich sagen. Denn eigentlich versuche ich, da ja auch schon die Pflanzen nicht gerade günstig sind, das Zubehör ein bisschen günstig zu halten, was, machen wir uns nichts vor, zum größten Teil nicht funktioniert. Deswegen habe ich es bei den Düngern am Anfang getan. Aber wie gesagt, ich will, dass meine Anthurien richtig geil wachsen und fett werden und ja, das ist es mir dann wert und man kommt mit allen Düngern, und das wisst ihr sicherlich selber, auch einfach mega lange hin. Also ja, die kauft man ja jetzt nicht alle paar Tage und das, obwohl ich an die, ich würde sagen, an die 150 Pflanzen habe. Ja, man kommt lange damit aus. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, was euer liebster Dünger ist und welchen ihr mir empfehlen könntet, denn auch ich habe nicht alle ausprobiert und bin immer mega gespannt, was es da noch so alles auf dem Markt gibt, wovon ich noch gar nichts weiß. Denn der ein oder andere behält bestimmt das super Special-Produkt für sich. Manche sind so gemein. Ja, haut mal raus, haut mal raus. Ich bin gespannt. Ich denke, das war's dann mal wieder für heute. Ich freue mich, wenn wir uns in ein paar Tagen wiedersehen und ja, wünsche euch noch einen schönen Mittag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das Video guckt, und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben!